Hallo, wieder zu Ground Control 2. Letztes Mal haben wir hier aufgehört und machen da gleich weiter, da wir letztes Mal zum ersten Mal verloren haben. Hoffentlich hat er das jetzt alles so richtig gespeichert, weil das Spiel ist, wie gesagt, schon etwas älter. Ja, lad mal schneller. Ja, okay, kannst du bitte zu Ende... Basis. Stimmt, hier waren wir gerade. Feind in Sicht, Sir. Hinter euch, die Deppen. Feuerkanone. Okay, die Kanone scheint ganz gut zu sein. Werden angegriffen. Wir sitzen fest. Ja, Sir. Ah, nein, weh. Werden angegriffen. Hahaha, von wegen, ich kann nicht gut kämpfen. Ja, ich sollte unbedingt die Leute hier noch herholen. Wir haben eine Siegposition erobert. Und was war sie davor? Kaputt? Zur Hölle, ja! Gut. Holt mich hier raus! Feind eliminiert! Geh da mal rein. Geht mal hier vor. Ja, Sir. So, ihr bleibt da. Ihr alle geht. Wir werden angegriffen. Ja, Sir, das schaffen wir. Wir sitzen fest. Wir sitzen fest. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Ach, wie ich diese spontanen Attacken einfach nur liebe. Ja, Sir, das schaffen wir. Was machen die? Ich hab gar nichts gedrückt. Wie geht's euch denn allen so? Alle gut positioniert und so? Ja, Sir, sofort. Ich würde sagen, ich lasse die Formationsdings erstmal vorne. So, das würde erstmal reichen. Dann packen wir. Die hier packen wir noch. Warum können wir nicht da rein? Das ist voll dämlich. Ja, Sir, das schaffen wir. Egal, ein paar da rein. Und einer kommt da rein. Wenn wir alles besetzen, was wir haben, kann ja nicht schlimm sein. Ja, bist mir immer noch so eine Geschützkanone. So ein Raketenabwehrsystem. Das Ding macht mir hier immer noch Sorgen. Weil ich muss ja hier lang, ne? Oder? Wo ist denn Lacroze landet, Sir, ne? Ich glaube hier irgendwo, ne? Ne, hier lang, hier lang, hier lang. Ach, hey, hier hinten erst. Ich bin Lacroix. Ich könnte mit. Ich hab schwere Terra-Döns. Ich könnte die Basis alles vernichten. Aber nein, ich bleibe wach mit. Vier Zerstörer Terra Dünst, die Landesch. Ah, ich kann heute nicht mehr reden. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Da, die Landestation, den. Wie heißt es denn die? Landeposition? Egal. Jedenfalls bin ich Lacroix. Gut zu wissen, nicht? Ich habe so ein Gefühl, die bringen da drin nicht so viel. Ich sollte sie lieber im Wald verstecken, aber ich glaube, der bringt so ein ganz kleines Stückchen mehr als die anderen. Ja. Aber das Ding ist schon mal richtig gut. Das habe ich gar nicht so gut eingeschätzt. Also gegen Infanterie macht das Ding schon wirklich Sinn. In so ein Ding mache ich dann Dings rein und so. Erstmal die Leute hier vorlatschen lassen. Ja, Sir, das schaffen wir. Gut zu wissen. Ich tue mein Bestes. Jetzt versuchen, Sir. Ihr bleibt hier erstmal und bewacht das. Ja, wo ich glaube, ich lasse ich erstmal hier. Ja, Sir, das bringt so nichts. Ja, Sir, das schaffen wir. Ein Schneesturm tobte, währenddessen das Flammengeschütz immer noch funktionierte. Hallo. Ja, genau. Logisch. Muss ja auch so leuchten. Ich bräuchte so einen Scharfschützen. Warum habe ich überhaupt nur Soldaten hier? Wir versuchen, Sir. Das ist voll dämlich. Ich überlege gerade, ob ich, ob es hier überhaupt Luftdings gibt, aber. Warum stehen überhaupt alle frei, dass irgendwelche Leute da. Vor allem, oh mein Gott, hier steht eine fette Truppe. Nichts passiert. Interessant. Ja, Sir, das schaffen wir. Das glaube ich euch irgendwie nicht. Ich sag einfach dem hier, er soll
Hey Chef, ich könnte wetten, die Imps greifen uns von der anderen Seite der Brücke aus an. Wir sollten uns darauf vorbereiten. Ah, okay, okay, okay. Immer in, mit der Ruhe, meine Lieben. Ja, Sir. Obwohl, vielleicht nicht so nah an den Flammenwerfer ran. Ja, Sir. Ja, zurückgebliebene. Wahrscheinlich ist es. Gut, wahrscheinlich. Wir sollten hier wieder was aufbauen. Ja, ja. Oh, blöde Schneesturm. Oh, da kommen sie schon. Was ist das? Okay, leicht. Leicht, zwei Soldaten, das Geschütz macht mir Sorgen. Reparatur. Oh nein, die haben das Ding besetzt. Okay, Mist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gibt es irgendwie eine Formation, die mir gefallen könnte, so mäßig, ganz nah zusammengerücken? No. Was machst du da? Das ist doch dumm. Okay. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Satellitenschüssel. Das in Ordnung. Das Gewehr muss dann hier irgendwo hin. Zur Hölle, ja. Bestätigt. Vier davon kommen dann dahin. Ja, Sir, sofort. Die mache ich dann. Gibt es denn keine Formation, die so ganz normal zur Seite geht? Ja, Sir. Ja, Sir, sofort. Ich tue mein Bestes. Nicht? Ach so, natürlich du. Verwirrung. Ich überlege gerade, ob ich hier welche reinsetze. Vielleicht so ein paar übrige vier Mann. Ich brauche mal vier Mann. Na, nicht, ich sagte vier. Hm. Oh, egal, drei gehen jetzt auch. Hui, ich nehme alles zurück. Ja, Sir, das schaffen wir. Ja, Sir, das schaffen wir. Sie sind überall. Wie soll das? Überall. Überall. Wir dürfen uns nicht kriegen. Man feuert auf uns, Sir. Wir sitzen fest. Ja, Sir. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Feuer, Feuer, Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Ja, okay. Hab's kapiert. Wir dürfen uns nicht kriegen. Ja, schon gut. Toast. Toast, okay. Wieso Toast? Warum ist der Typ Toast? Ach so, klar, weil die mit Feuer schießen. In Ordnung. Boah, lass es doch. Ding doch mal in Ruhe. Lass mein Geschütz in Ruhe. Ich weiß zwar nicht, ob ich es noch brauchen werde. Mann, wird das schön. Oh, okay. Bestätigt. Die Freunde kann ich zwar nicht so ganz empfinden, aber... Ja. Ja, Sir, sofort. Ich will alle so ausbilden, ey. Nein, achso, jetzt habe ich einen Fehler entdeckt. Zur Hölle, ja, in Ordnung. Werden angegriffen. Ja, Sir, sofort. Hübsche Explosion. Ach, ich muss die unbedingt mal heilen, die hier rumstehen. Und zwar ja, alle. Werd's versuchen, Sir. Ich tue mein Bestes. Und außerdem... Sollen die ja, richtig Sir, sofort. Stehen. Ja, Sir, sofort. Ja, Sir. So ist gut. So müsste es prinzipiell hinhauen. Und die beiden gehen gleich in ja, den Sir. Modus. Achso, und der sollte auch geheilt werden. In Ordnung. Eigentlich sollte ja aber alles geheilt werden. Ich brauche mehr als einen Heiltypen. Ich tue mein Bestes. Ja, Sir. Ah, jetzt weiß ich wieder. Landezone hieß das. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Gott, bin ich dämlich. So, den muss ich reparieren. Den nicht. Also nur die beiden, gut zu wissen. Kommen dann gleich wieder neue. Nee, sieht nur so aus. Ich weiß nämlich, falls hier dann jetzt noch feindliche Helidüns kommen. Und ich habe ja nichts, außer meinen Truppen habe ich ja eigentlich gar nichts, was in die Luft schießen kann. Okay, meine Truppen sind auch eigentlich die Hauptsache. Dass ich überhaupt überlebe hier. Die Dinger können nicht viel. Also die können schon was, aber die haben eine schlechte Reichweite. Ich finde, wenn die richtig schießen würden, wäre es besser.
So wie leicht ist Terra, wie so ein Aufklärer Terradön. Das wär's doch. Ja, Sir. Ich glaube, ich schick da mal jetzt so ein bisschen die hinteren Truppen und so einen Typen los. Am besten der am meisten Leben hat. Endlich am meisten Leben, der am... Den muss ich noch reparieren. Ist okay, nachdem repariere ich den Flammenwerfer hier. Der, auf jeden Fall weiß ich dann locker, wie ich zu Alice komme, aber der Rest wird schwierig. Ja, die Dinger sind immer... Hey, darf ich so Lufteingriffe machen? Oh ja, darf ich, okay. Ich habe ja genug Punkte. So, jetzt Attacke. Ich befehle es. Vernichtet es! Achso, es wird geladen. Na klar. Wir warten da mal. Ja, Sir. Was? Echt? Okay. Dann nochmal. Wie viel kostet so ein Ding? Die kosten aber auch alle gar nicht so. Okay, natürlich. Die kosten zwar. Achso, dafür habe ich die Punkte auch bekommen. Klar. Prinzipiell könnt. Oh, hier hätte ich. Hier baue ich dann noch so ein Ding hin. Was macht das Ding? Ach, Rauch. Scanner. Rauch. Oh, das ist cool. Tja, eigentlich will ich ja nur die Dinger zerstören. Aber so geht's anscheinend auch. So viel Truppen. Okay, ach ja, das Ding muss ich ja auch noch. Hat es repariert? Jo, dann repariere ich jetzt mal meine ganzen PKWs noch und dann würde ich sagen, geht schon los. Die haben jetzt schon ganz schön viel abbekommen. Eigentlich will ich die ja davor platt haben, damit die mir keine Bedrohung mehr auf dem Rückweg sind, wo Alice noch dann da ist. Ja, Sir. Oh, das Radar wurde auch angegriffen. Habe ich gar nicht bemerkt. Warum? Ja, Sir. Warum bemerke ich nie, wenn irgendwas angegriffen von mir wird? Von mir. So, 200. So, hab eigentlich alles. Da, der könnte. Ja, Sir. Der könnte noch ein bisschen vertragen. Boah, wie lange brauchen die denn, um neu zu laden, ey? Gott. Okay. Dann würde ich sagen, nehme ich jetzt erstmal hier so diese Truppe. Und latsche in die Base rein. Ja, Sir, das schaffen wir. Und in der Zeit ist das hier wieder fertig. Und dann greift denn das hier an. Wie viel kostet der? Mist, habe ich jetzt nicht gesehen. Warte mal, sind da Raketenwerfer, diese Lauftypen? Ach, Mist, die Lauftypen. Eigentlich ist das total eine geile. Eigentlich sind die voll geil. Warum darf man die Terraner nicht spielen? Die sind doch voll. Hip. Und so. Wow, ein schweres. Feind entdeckt, Sir. Ja, Sir, sofort. Wir sitzen fest. Ja, Sir, das schaffen wir. Sie sind überall. Bam! Wir sitzen fest. Feind eliminiert. Die werden natürlich auch zuerst abgeschossen, weil der so. Oh ja, stimmt ja dabei. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Feind eliminiert. Feind eliminiert. Ja, Sir, das schaffen wir. Feind eliminiert. Sie sind überall. Ja, Sir, sofort. Ja, Sir, sofort. Feind eliminiert. Ja, Sir. Ja, Sir. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Sie sind überall. Wir sitzen fest. Feind eliminiert. Ja, Sir. Ja, Sir. Das schaffen wir. Wird angegriffen. Ja, Sir. Feind eliminiert. Feind eliminiert. So, die ist schon mal down. Zwar alle. Das ist ein Luftabwehrding. Wie sind das denn? Wie viel Leben hat der? 30. Wir haben meine Siegposition. Mist. Bin ich froh, dich zu sehen. Sie wollten mich gerade zum Verhör auf Lanas Kommandokreuzer schleppen. Du hast doch nicht etwa gedacht, du würdest um dieses Candlelight-Dinner rumkommen, oder? Barracuda 1, wir haben das Paket und sind bereit zur Evac. Verstanden, Captain. Bin gleich da. Shit! Was zur Hölle? Ausweichmanöver einleiten, werden angegriffen. Du hast noch eine Fluchtroute in der Hinterhand, oder? Die habe ich alle eingenommen. Lacroix, hier Angeles. Wir haben unsere Pferdchen...